Grüße, herzlich willkommen beim Motorradmagazin. Ja, die Frisur ist im Eimer, das Motorrad ist voller Fliegen, aber so muss das sein, wenn wir einen Dauertest-Zwischenbericht machen oder direkt frisch aus dem Sattel. Ein Zwischenbericht von einer langen Saison mit unserer Honda Africa Twin Adventure Sports, natürlich mit DCT. Wie gesagt, den Endbericht, den großen Schlussbericht, den bringen wir ja immer im Folgejahr in den ersten Monaten, also da sind wir schon 2025, deswegen gibt es jetzt einmal einen Zwischenbericht, eine Zwischenbilanz, was wir schon alles erlebt haben. Viele tausend Kilometer haben wir schon abgespult, also es gibt einiges zum Erzählen, bleibt dran. Sie ist natürlich eine Legende, die Honda Africa Twin, auch in der neuen Generation, die ja seit 2016 am Markt ist. Neue Generation, ja, 2016 ist schon lange her, 8 Jahre, aber Honda hat viel getan in diesen 8 Jahren, um das Modell frisch zu halten. Ihr wisst ja, es ist zwischendurch einmal der 1000er Motor vom 1100er Motor ersetzt worden. Wir haben die Adventure Sports Version dazu, die ist auch mehrfach abgedatet worden. Und für 2024 gab es wieder einmal einen Feinschliff für die legendäre Africa Twin. Für beide Modelle, ganz besonders aber für die Adventure Sports. Und deswegen haben wir gesagt, das ist so ein populäres Modell, das wollen wir unbedingt wieder im Dauertest haben und eine ganze Saison lang prüfen, wie es uns geht mit diesem mächtigen Adventure Bike und mit den vielen Neuheiten, die eben drin sind. Ich war damals bei der Präsentation, das Video findet ihr bei uns auch am Kanal, da erkläre ich noch einmal ganz genau, was die Änderungen im Modelljahr 2024 sind. Nur ganz kurz als Resümee sind 3 ganz wichtige Dinge bei der Adventure Sports. Das eine ist 19 Zoll Vorderrad, das erste Mal in der jungen Africa Twin Geschichte. Eine Africa Twin mit 19 Zoll Vorderrad. Dann wurden die Federwege deutlich gekürzt. Und das dritte ist, es gibt auch ein Update beim Motor. Es gibt mehr Drehmoment in der Mitte. Und genau diese 3 Punkte sind es auch, die sich sehr, sehr stark bemerkbar machen, jetzt bei uns im Dauertest, in der Nutzbarkeit, im Alltag. Also das sind 3 Dinge, die alle 3 wirklich eine segensreiche Wirkung entfalten, muss man so sagen. Vor allem die eingekürzten Federwege, die schlagen sich wirklich sehr, sehr stark zu Buche. Zum einen, dass man jetzt auch den Boden erreicht mit den Beinen, wenn man nicht jenseits der 2 Meter ist. Das ist wirklich ein Riesenunterschied. In der Praxis mehr als die reinen Zahlen vermuten lassen. Also man kommt jetzt richtig schön nach unten. Und zwar so sehr, dass wir, also ich bin jetzt 1,80, dass ich eigentlich immer mit dem Sattel in der höheren Position fahre. Wenn ihr sehr, sehr groß seid, dann werdet ihr natürlich der alten Africa Twin Adventure Sports nachtrauern. Aber für alle, die irgendwo im normalen Größenspektrum drin sind, ist das wirklich ein Riesenvorteil. Und nicht nur, weil man leichter runterkommt, sondern auch, weil insgesamt der Schwerpunkt des Motorrads nach unten gegangen ist dadurch. Und das ist schon sehr, sehr wichtig, weil wir haben beim letzten Modell schon wirklich öfter moniert, dass sie halt sehr, sehr kopflastig ist. Ihr wisst ja, der große Zweizylindermotor, der sehr hoch baut, insgesamt auch alles eher oben angesiedelt ist, um eine schöne Bodenfreiheit für ein Adventure-Bike zu gewährleisten. Und dann eben mit diesen langen Federwegen, das war dann schon wirklich ein sehr, sehr hoher Schwerpunkt, sehr kippelig. Nicht wirklich super im Gelände, aber auch nicht super im Alltag, egal ob es ums Rangieren geht oder auch um die Handlichkeit. Und das ist eben viel besser geworden dadurch, dass das Motorrad in Summe einfach tiefer sitzt. Also das ist wirklich gut. Und dann dieses moderne Wort Zugänglichkeit, also das Motorrad ist zugänglich. Darunter muss man sich vorstellen, es ist einfach praktischer. Ja, also wenn wir es jetzt im Alltag verwenden, einmal in der Stadt, einmal schnell raufspringen und wieder runterhüpfen, es ist einfach viel leichter geworden mit dieser niedrigen Sattelhöhe. Also das ist wirklich ein riesen Pluspunkt. Beim Drehmoment des Motors, ja, bei diesem neuen Drehmomentgipfel in der Mitte, also diese verstärkte Mitte, die es gibt, die macht sie wirklich auch gut bemerkbar in der Performance vom Motorrad. Aber was für mich der spezielle Punkt ist, das DCT profitiert davon. Also die Harmonie zwischen dem DCT und dem Motor ist jetzt deutlich besser, ist deutlich höher. Und bei mir ist es so, dass ich, wenn ich jetzt eine normale gleitende Ausfahrt
mache, also nicht mit unseren schnellen Burschen, sondern wirklich so einfach nur fließende, gleitende, flotte Ausfahrt, dann ist es so, dass ich mittlerweile wirklich nur mehr zwei, dreimal bei einer ganzen Tagesausfahrt zwei, dreimal wirklich selbst reingreife und sozusagen die Elektronik overrule, also wirklich dann einen Gang vorspanne sozusagen. Ansonsten fahre ich wirklich mit Sport 1. Ja? Also das D-Programm ist für mich nach wie vor ein bisschen eine Themenverfehlung, aber das S1, es gibt ja S1, S2, S3, S1-Programm, das ist wirklich lässig, das passt für mich in den meisten Fällen, wie gesagt, also das ist wirklich gut. Ja, schauen wir mal kurz den Dauertester generell an, wie er konfiguriert ist. Wir haben hier im Prinzip ja ein Komplettpaket, also es ist wirklich fast alles oben, was es gibt. Die Adventure Sports generell ja schon sehr üppig ausgestattet, seit Modelljahr 2024 jetzt auch serienmäßig mit dem elektronischen Fahrwerk, also das ist jetzt serienmäßig mit dabei. Dadurch steigt der Preis natürlich ein bisschen, ist in der Klasse schon wirklich Top-End, also wir liegen hier in Österreich schon über 21.000 Euro, aber wie gesagt, mit einer sehr, sehr guten Ausstattung schon an Bord. Und zusätzlich haben wir fast alle Pakete, fast alle Goodies, die es gibt, auch auf dem Motorrad. Ihr seht es da auf der Seite, wir haben den Sturzbügel, den großen massiven Sturzbügel, die Nebelscheinwerfer, wir haben den Hauptständer oben, wir haben eine Tanktasche und wir haben das komplette Kofferset. Das habe ich jetzt nicht oben montiert. Wir haben jetzt gerade einen Vergleichstest in dieser Klasse gemacht, den findet ihr auch übrigens bei uns schon auf dem YouTube-Kanal. Aber das Kofferset habe ich jetzt herunter, aber das ist auch mit dabei und das ist wirklich ein luxuriöses Komplettpaket. Aber, ich muss jetzt gleich was hinzufügen, das Aber, passt wirklich auf. Wir haben jetzt nämlich ein paar Messungen gemacht und man muss wirklich sagen, wenn man sehr viel auf das Motorrad hinaufkauft, dann bezahlt man doppelt. Man bezahlt natürlich für die Teile, die sind nicht gerade günstig, aber gute Qualität, passt auch alles. Aber das zweite Mal bezahlt man natürlich mit dem Gewicht. Und man unterschätzt ein bisschen, wie schnell da das Gewicht nach oben geht, wie schnell das nach oben sich dreht. Also wir haben das Motorrad gemessen, allerdings komplett vollgetankt. Ihr wisst, die EU-Angaben, vollgetankt heißt eigentlich fahrfertig vollgetankt. Und das heißt, fahrfertig ist 90% Tankvolumen. Also wir haben es wirklich komplett vollgetankt. Und so wie es jetzt da steht, also mit den ganzen Extras, mit den Goodies, haben wir es jetzt gewogen mit 263 Kilo. Das ist wirklich ganz schön ordentlich, muss ich sagen. Also da ist halt viel oben, aber es ist auch viel Gewicht. Und wenn dann das Kofferset auch noch montiert ist oben, da kommen noch einmal 25 Kilo dazu, den Tankrucksack auch noch ein bisschen und dann sind wir bei 290 Kilo. Also das muss man einfach sich überlegen, ob man das so will. Ist natürlich alles extrem praktisch. Vor allem das Koffersystem ist natürlich bei einem Adventure-Bike unverzichtbar. Aber gerade die Topbox zum Beispiel, das ist ein unfassbares Drum, muss man sagen. Super praktisch, es ist riesengroß, es ist extrem robust. Es funktioniert perfekt, der Schließmechanismus rauf und runter tun. Es ist wirklich ein Premium-Produkt, aber es ist wirklich sauschwer. Und wenn man das hinten oben hat, dann spürt man das einfach beim Fahren, allein wenn es schon leer ist. Da rede ich gar nicht, dass man noch 10 Kilo Ladung reingibt, sondern nur, wenn man es leer oben hat. Also das spürt man einfach beim Fahren. Also das müsst ihr euch wirklich überlegen, ob ihr das so haben wollt. Es ist praktisch, aber es ist eben auch alles relativ schwer. Es kommt, oder es spricht wieder für dieses Motorrad, es spricht wieder für die Africa Twin, dass wenn sie einmal in Fahrt ist, also wenn sie einmal handelt, wenn das einmal unterwegs ist, dass sie das Gewicht relativ gut kaschiert. Wir können ja auch die Vorspannung hier elektronisch gleich einstellen und da ändert sich wirklich sehr viel. Also auch wenn man mit Beifahrer unterwegs ist, mit dem ganzen Gepäck, dann kann man das wirklich gut anpassen. Das Motorrad reagiert drauf und es ist die Balance wieder schön hergestellt, das muss man sagen. Aber man spürt das Gewicht natürlich trotzdem. Und ich habe gerade den Vergleichstest erwähnt. Wir waren da eben unterwegs mit anderen Adventure-Bikes in der gehobenen Mittelklasse, da wo eben die Africa Twin angesiedelt ist, in dieser edlen, gehobenen Mittelklasse mit 19 Zoll Vorderrad. Da haben wir eben einige andere Mitbewerber verglichen. Und man muss einfach sagen, die Africa Twin, die Meriten der Africa Twin liegen eben
im großen Komfort, den sie ausstrahlt, in dieser Souveränität, die sie hat. Sie ist also richtig ein Grand Seigneur, kann man sagen. Also alles sehr fein, sehr gut, ein sehr freundliches Motorrad. Aber das Gewicht, das spürt man eben. Ja, also das ist natürlich, wenn es dann ein bisschen flotter wird, wenn es wendiger wird, wenn man oft die Schräglagen wechselt, auch beim Anbremsen, das ist einfach spürbar. Funktioniert alles gut, aber es ist natürlich spürbar. Ein paar Kleinigkeiten, die ich noch erzählen muss. Achso, die CD haben wir natürlich ganz bewusst noch gewählt, das möchte ich auch noch dazu sagen, weil mittlerweile so ist, dass die Mehrzahl der Käufer der Africa Twin Adventure Sports zum DCT greifen. 1300 Euro in Österreich Aufpreis, 10 Kilo, das darf man auch nicht vergessen beim Gewicht. 10 Kilo gehen allein aufs Konto von DCT. Taugt es mir nicht? Mir taugt es, muss ich wirklich sagen. Es passt mittlerweile sehr, sehr gut zum Motorrad, vor allem mit diesem neuen, mit dieser neuen Abstimmung, kann man gar nicht sagen, sondern mit dieser neuen verbesserten Zusammenarbeit zwischen Motor und Getriebe gefällt mir das wirklich sehr, sehr gut. Es ist ein Motorrad zum entspannt erwachsen und lange unterwegs sein und da hat man einfach eine Unterstützung vom DCT. Wenn ich diese wirklichen Tagestouren fahre und richtig lang unterwegs bin, du profitierst einfach von dieser zusätzlichen, von diesem zusätzlichen Komfortfaktor, den das DCT bringt. Ist natürlich nichts für jedermann. Wer sehr sportlich unterwegs sein will und wer gern dieses direkte Feedback auch hat, diesen direkten Kontakt zum Motor, der wird weiterhin natürlich auf ein konventionelles Getriebe setzen, den Vorteil des geringeren Gewichts haben. Aber ich muss sagen, es passt mittlerweile einfach gut zusammen. Dieser Grand Tourer, der ja die Africa Twin Adventure Sports mittlerweile geworden ist, und das DCT, also wirklich eine schöne Mischung. Gibt es was zu kritisieren? Es gibt immer was zu kritisieren. Wir finden da schon was. Aber es sind zwei Kleinigkeiten, die mich ein bisschen stören. Das eine ist die ein bisschen umständliche Verstellung vom Windschild. Ihr wisst, dass man muss links und rechts angreifen, ist am Stand überhaupt kein Thema, aber es geht eben nicht während der Fahrt. Und das ist mir einfach wichtig, weil mit meiner Größe ist es so, dass wenn das der Windschild ganz oben ist, dann habe ich ihn doch ziemlich im Sichtfeld und wenn jetzt so viele Fliegen oben sind wie heute nach unserer Ausfahrt, dann irritiert das bei technischen Sektionen schon sehr. Da würde ich gerne mit einem Griff, und das geht ja bei anderen Modellen ganz easy, würde ihn gerne nach unten setzen, um einfach eine bessere Sicht auf die Straße zu haben. Aber wenn es dann schnellere Etappen gibt oder die Schlussetappe auf der Autobahn, dann gehört das einfach nach oben gezoomt. Und das geht eben mittlerweile bei anderen Modellen ganz easy und da eben nicht. Also das wäre was fürs nächste Facelift. Was ich mir wünschen würde, wäre, mir taugt ja das Apple CarPlay. Ich bin ja mit einem iPhone unterwegs und das funktioniert einfach ganz gut. Ich kann da eben die Navigation über TomTom zum Beispiel, aber auch über andere Navigationssoftware richtig über den großen, schönen TFT-Bildschirm laufen lassen. Allerdings ist das Kabel gebunden und da bin ich der Meinung, wenn das Kabel gebunden ist, dann muss es auch ein Staufach für das Handy irgendwo im vorderen Bereich geben. Also auch da ein Wunsch für das nächste Facelift. Oder noch besser, man würde Apple CarPlay und Android Auto gleich ohne Kabelanbindung machen. In vielen Autos gibt es das ja schon. Also das wäre natürlich noch einmal praktischer. Ansonsten kann ich euch von den ersten Erfahrungen noch sagen, der Spritverbrauch für mein Gefühl ein bisschen nach oben gegangen. Wir liegen da im Minimalbereich bei 5,3 bis 5,4, 5,5 Liter, so ungefähr spielt sich da bei uns ab. Und sogar beim Kollegen Alex Seger, der ja ein Gradmesser auch für die möglichst niedrig erzielbaren Verbrauchswerte ist, weil er eben sehr geschmeidig und sehr ökonomisch fährt. Der hat es auch nicht unter die 5,2, 5,3 geschafft. Also das dürfte wirklich so das untere Level sein, wo man da unterwegs ist. Mir kommt vor, mit den Vorgängergenerationen bin ich da ein bisschen sparsamer unterwegs gewesen, aber 5,3, 5,4, das ist natürlich kein Beinbruch, das ist absolut okay für auch dieses große Motorrad. Und hier habe ich ja gesagt, das Gewicht, das muss natürlich auch bewegt werden. Also das ist dann eigentlich im Rahmen und ist angemessen.
Ja, was werden wir noch machen? Wir haben eben diesen großen Vergleichstest gemacht und vor allem im Sommer haben wir natürlich vor, noch einige Reisen anzuhängen, vor allem auch noch das Thema Sozius anzugehen. Wir wissen, dass das ja wirklich sehr, sehr gut funktioniert bei der Africa Twin von den Vorgängergenerationen. Da hat sich ja vom Layout des Sitzes nichts geändert und man profitiert natürlich auch beim Sozius-Betrieb von diesen nahtlosen Schaltübergängen, die eben das DCT als Doppelkupplungsgetriebe bietet. Also dieses Helmbanging, was es ja öfter gibt, wenn es da irgendwer eine Zugkraftunterbrechung gibt, einen Schaltdruck, der findet da quasi so gut wie gar nicht statt, eigentlich gar nicht statt. Also das ist natürlich schon ein Riesenvorteil. Also wir werden es trotzdem noch einmal auch ihr, also auch dem unserem aktuellen Dauertester in dem Punkt auf den Zahn fühlen. Wir werden auch noch einmal uns ein bisschen eingängiger mit dem Gepäcksystem beschäftigen. Und ansonsten freuen wir uns ganz einfach, dass wir noch wirklich einige lange, lange Reisen im Programm haben. Wir werden ja einige tolle Weekendrouten für euch vorbereiten. Eine haben wir schon gemacht im Friaul, rund um San Daniele, Passo di Resta, ein paar Geheimtipps in San Daniele auch. Ich war damit unterwegs, ich muss sagen, es war richtig tolle Reise, eine schöne Frühjahrsreise, die wir da schon gemacht haben. Aber es kommt noch mehr und alle die Reisen seht ihr dann 2025 bei uns im Heft, im Motorradmagazin. Ja, das war die Zwischenbilanz, ist wieder ein bisschen länger ausgefallen, als ich eigentlich geplant habe. Das Resümee, naja. Zwei Kollegen, die besser nicht in eine Polizeikontrolle kommen sollten, sind ja gerade vorbeigefahren mit einem Einzylinder. Ja, gehört sich heutzutage eigentlich nicht mehr so zu fahren, aber wie auch immer. Da kommt die nächste schnelle Truppe. Also wie auch immer, auf jeden Fall freue ich mich natürlich ganz besonders, wenn ihr uns für das Video ein Like gebt. Ich freue mich natürlich umso mehr, wenn ihr einen Kommentar dazu schreibt, wenn ihr ein bisschen was zur Africa Twin schreibt, wenn ihr selbst Erfahrungen habt mit der Africa Twin. Also, jetzt wird es turbulent, ich muss Schluss machen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Bis bald, danke und ciao.